Servus Freunde des Stroms, schön, dass ihr dabei seid. Heute in unserem Video möchte ich das Thema mal behandeln, Fehlerstromschutzschalter ohne Neutralleiter. Einfach, dass wir das theoretisch und praktisch mal anschauen, ob das funktionieren kann, wenn am Fehlerstromschutzschalter kein Neutralleiter angeschlossen ist. Zu den Fehlerstromschutzschalter, also RCTs, habe ich ja schon ein Video gemacht. Kann ich gern verlinken, steht dann unten in der Videobeschreibung. Ist recht interessant. Und da sieht man auch zum Beispiel, dass egal welchen Typ man hier hat, wie jetzt hier zum Beispiel Typ A, Typ F oder Typ B, dass die in der Grundfunktion alle identisch sind und gleich sind. Ist ja ganz klar, man kann ja das Rad nicht neu erfinden. So, was mich heute interessiert, was ich euch gerne zeigen möchte, ist, wie funktioniert das jetzt in diesem System? Und da bin ich auf die Idee gekommen, auch vom letzten Video, muss ich mich noch ganz, ganz herzlich bedanken. Aufrufzahlen sind ja Wahnsinn, also mit dem hätte ich definitiv nicht gerechnet. In dem Video, dieser Fehler Lebensgefahr, wo ich gezeigt habe, wie das bei uns hier im Haus war und was mir als Kinder quasi, was für ein Fehler, dass wir hier mit dem geschalteten Schutzleiter, was wir hier erlebt haben. Und aufgrund der Tatsache habe ich sehr viele Kommentare bekommen. Vielen, vielen Dank. Da, wo es auch um das Thema ging, kann ich in meinem Haus, in meinem Gebäude, bei einer gewissen Stand der Elektrotechnik, also sogenannter Bestandselektrotechnik, kann ich hier einen Fehlerstromschutzschalter nachrüsten. Und deshalb möchte ich jetzt hier die Serie ein bisschen aufgreifen und möchte es mit euch dann auch sozusagen erarbeiten und euch auch zeigen. Ich habe mir jetzt erlaubt, hier einen kleinen Versuchsaufbau zu machen, damit wir uns das Ganze natürlich auch anschauen können. Also, es sieht jetzt wie folgt aus. Hier oben habe ich eine 5-polige Leitung, die hängt unten bei mir an der 16 Ampere CEE Kraftstromsteckdose. Speise hier über die über die Hauptabzweigklemmen speise ich hier ein, gehe auf den RCD. Hier ist der Neutralleiter noch angeschlossen, aus dem Grund, damit die Testtaste funktioniert. Gehe hier unten mit den drei Phasen L1, L2, L3 wieder raus aus dem RCD. Neutralleiter wird nicht angeschlossen, brauche ich hier nicht. Gehe hier auf 3B 16 Ampere Leitungsschutzschalter. Ich habe leider keinen 3-poligen mehr im Lager gehabt. Gehe hier dann auf einen Motorschutzschalter und vom Motorschutzschalter gehe ich dann hier auf meine Last, auf einen kleinen Motor, den wir dann im Praktischen brauchen. So, die Frage ist jetzt folgende, kann der Fehlerstromschutzschalter seine Arbeit übernehmen, auch wenn ich hier in der Abgangsseite keinen Neutralleiter angeschlossen habe. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einmal an, was passiert, wenn ich jetzt hier ohne Neutralleiter mit einem kleinen Motor, den habe ich hier hergestellt, das ist ein ganz normaler Drehstrommotor, den habe ich jetzt in der Sternschaltung verschalten. Das heißt, ich brauche keine Neutralleiter, weil ich ja hier einen eigenen Sternpunkt im Motor drin habe. Und jetzt schauen wir uns einmal an, im Normalbetrieb, wie das Ganze hier soweit funktioniert. Jetzt machen wir es erst einmal von der Weite. Das heißt, ich gehe jetzt her, schalte den Fehlerstromschutzschalter ein, schalte meine drei Phasen hier mit den drei Automaten dazu. Gut, normalerweise bräuchte man einen 3-poligen Automaten. Wie schon gesagt, habe ich nicht. Und jetzt gehe ich her und schalte mir jetzt einfach mal den Motorschutzschalter ein und somit kriegt mein kleiner Motor hier, kriegt die Energie. Ich habe jetzt auf die ganzen Schütze und das ganze andere Gedöns verzichtet, damit es hier etwas einfacher wird. So, der Motor läuft wunderbar. Die Frage ist, warum eigentlich? Weil normalerweise müsste ja der RCD jetzt eigentlich schon auslösen, weil er irgendwas nicht stimmt. Weil die Energie, wo ja reinfließt, kommt ja nicht mehr zurück. Die geht ja hier komplett durch. Warum hält der jetzt an sich? Und das machen wir jetzt dann gleich schnell in der Erklärung. Jetzt möchte ich nur schnell einen Strom messen. Jetzt schauen wir mal schnell her. Wir haben auf der Phase L3 einen Strom von 0,7 Ampere. Auf der Phase L2 0,7 Ampere. Und auf der Phase L1 auch 0,7 Ampere. Das heißt, wir sind auf allen drei Phasen symmetrisch. Also, und das ist es wahrscheinlich jetzt auch das Problem, wo manche haben, wo sie sagen, ja, jetzt pass mal auf. Ich habe ja gelernt, beim Fehlerstromschutzschalter, alles was reinfließt, muss auch wieder rausfließen und somit ist dieser Summenstromwandler im Gleichgewicht und löst nicht aus und erst wenn hier ein Differenz oder sogenannter Fehlerstrom entsteht, wird ja dieses Gleichgewicht gestört und dann detektiert das der Fehlerstromschutzschalter und löst aus. Und da muss ich jetzt ein bisschen einriegeln, das ist jetzt folgendes, ich habe mir jetzt hier mal mein Buch aus der Meisterprüfung geholt.
schon etwas älter, dieses mathematische und elektronische Grundlagen für die Meisterprüfung. Wir haben das Ding auswendig gewusst. Ich habe mir jetzt hier mal was rausgesucht und das ist jetzt der Grund, warum das hier funktioniert, ist folgendes. Wir wenden hier das Kirchhoffsche Gesetz an. Der Robert Kirchhoff von 1824 bis 1887, Physikprofessor in Breslau, hat hier ein Gesetz aufgestellt in Form von, muss ich schnell spicken oder ich lese es euch schnell vor, es geht hier um die Schaltungen und um sogenannte Knotenpunkte. Und das Kirchhoffsche Gesetz besagt, also es gibt zwei Gesetze dazu, einmal alle Berechnungen in elektrischen Schaltungen liegen die Kirchhoffschen Gesetze zugrunde, die Knotenpunktregel oder das erste Kirchhoffsche Gesetz beschreiben das Gleichgewicht der Ströme in einem Stromverzweigungspunkt. Machen wir Cut, weil sonst wird es zu theoretisch. Könnt ihr gerne mal nachgoogeln, ist recht interessant. Und auf dieser Basis arbeitet auch hier ein Fehlerstromschutzschalter mit seinem Summenstromwandler. Das heißt, alle Energie, was hier reinfließt, theoretisch und wieder rausfließt, ergibt Null. Somit wird der Summenstromwandler im Gleichgewicht gehalten und es wird hier quasi kein Magnetfeld induziert und damit wird auch nicht ausgelöst. So, beim Drehstrom schaut es jetzt wie folgt aus und da machen wir jetzt eine kleine Eselsbrücke, muss ich auch sagen, weil sonst kannst du das sowieso nicht merken. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine Wasserwaage. Eine ganz ordinäre Wasserwaage und die ganze Energie, die hier reinfließt, ist ja symmetrisch, weil wir haben ja hier das Drehstromnetz. Und im Drehstromnetz sieht es ja wie folgt aus, dass unsere drei Phasen zu 120 Grad phasenverschoben sind. Und das Ganze in sich quasi hier wieder auf 360 Grad geht, wie ein Kreis muss man sich das jetzt vorstellen. Und diese drei Phasen gehen hier quasi durch den RCD durch, gehen hier durch die ganzen Sicherungen und Motorschutzschalter durch, gehen in den Motor rein und im Motor ist quasi ein eigener Sternpunkt. Und dort wird es quasi wieder auf Null gesetzt. Und das heißt jetzt quasi in der Symmetrie, passiert im Summenstromwandler eigentlich gar nichts, weil hier ja quasi durch dieses Phasenverschieben und durch das Ausgleichen der Wasserwaage, gleich Eselsbrücke anwenden, wird hier kein Magnetfeld induziert und dadurch wird hier quasi auch kein Auslösen verursacht. Das ist jetzt einmal, ich hoffe, mit einfachen eigenen Worten erklärt, wie das hier funktioniert. Und natürlich, Theorie ist ganz schön und auf dem Papier zeichnen ist auch ganz schön. Wir schauen es uns jetzt praktisch mal an. So, ich habe jetzt hier über eine Schaltung und über ein Drehpotti habe ich mir die Möglichkeit geschaffen, einen Fehlerstrom oder einen sogenannten Differenzstrom zu verursachen. Jetzt, wenn ich hier mein Multimeter einstecke und auf Milliampere stelle, so, dann zeigt er mir jetzt schon an 15,62 Milliampere. Ich komme leider nicht weiter runter, weil sonst kann ich den Fehlerstromschutzschalter nicht auslösen. So, jetzt gehen wir her, können wir mit Verbraucher machen, können wir ohne Verbraucher machen. Machen wir es einfach mal mit. So, ich lasse jetzt den Motor laufen. Er surrt schön, also unsere Pumpe läuft oder sonst irgendwas. Und jetzt gehen wir her und produzieren jetzt einen Fehlerstrom, dass wir versuchen, den hier zum Auslösen zu bringen. Das heißt, ich gehe jetzt rauf und normalerweise löst der 30 mA im Schnitt zwischen 18 bis 22 mA löst der schon aus. Jetzt schauen wir mal, dass wir uns in dem Bereich bewegen. Jetzt haben wir bei 20 mA. Jetzt gehe ich mal ganz langsam hoch. Und dann bin ich gespannt, ob er auslöst. Also ihr habt es gesehen, für den Fehlerstromschutzschalter ist es jetzt für ihn komplett egal, ob der Neutralleiter hier unten angeschlossen ist. Er übernimmt quasi den Schutz der Anlage weiterhin. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, zum Beispiel, wenn man heute einen Durchlauferhitzer hat. Und es gibt bestimmt einige Leute von euch, die in ihrer Installation noch einen Durchlauferhitzer haben, der sozusagen auch nur über die drei Phasen funktioniert. Und der Neutralleiter wird über den Sternpunkt der drei Heizwicklungen erzeugt. Und da habe ich auch einmal ein paar Fragen gehabt, das ist aber schon fast ein Jahr her. Genau. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch ein paar Skeptiker, die sagen, ja, das liegt vielleicht hier an dem. Jetzt möchte ich den Versuch nur mal ganz kurz schnell durchziehen. Jetzt her und schließe hier diesen Neutralleiter einfach ab. Sowas. Okay. So. Also,
Fehlerstromschutzschalter lässt sich einschalten und jetzt gehen wir her und drehen uns einfach unseren Fehlerstrom wieder hoch. 19 mA, 20, zack und schon fliegt er wieder. Haben wir jetzt vorhin auch gesehen, also ich habe jetzt leider die Pointe schon rausgeknallt. Also wie schon gesagt, das ist ihm komplett wurscht. Es ist ihm egal. Solange hier eine Symmetrie drin herrscht, solange hier in dem Summenstromwandler die Wasserwaage sozusagen ausgeglichen ist, hält der, ist alles kein Problem. Und sobald, dass man hier über einen Fehlerstrom gegen Erde abfließend hier diese Wasserwaage ins Ungleichgewicht bringt, geht der Fehlerstromschutzschalter seiner Arbeit nach und löst hier aus und schützt euch die Anlage und schützt auch die Geräte. So, meine lieben Freunde des Stroms, das war's schon wieder von meinem Video. Ich hoffe, es war interessant, hat euch Spaß gemacht und ich kann wieder auf euch zählen, dass es euch auch anschaut. Also eine größere Freude könnt ihr mir nicht machen. Und ich sitze hier schon auf meiner Werkbank. Ich bin jetzt gerade mal wieder so richtig schön im Daniel-Düsentrieb-Modus und versuche natürlich hier auch tolle und interessante Videos für euch zu generieren. Ich bastle jetzt gerade hier mit kommunikativen Geräten ein bisschen rum und dazu kommen in der nächsten Zeit auch recht interessante Videos und ich hoffe, ich kann den einen oder anderen für die interessante Welt der Elektrotechnik begeistern. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt fit, bleibt mir dabei und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos. Euer Markus von Freunde Stroms. Servus, pfiat euch.